Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KTM von Thüringen. Ich versuche mal den Kraftschalter auf seinen Kurs zu bringen. Hat wohl geklappt. Ansonsten werden wir mal schauen, was mit Aussehen beginnen können. Ne? Damit das auch läuft. Also da war noch nicht reif. Wir können ein paar Bäume pflanzen hier. So, Kursgenerierung. Fangen wir hier vorne an. Vorgewende rundherum. Machen wir ein bisschen kleiner. 3 Bahnen, weich. Ja, muss man schon ein Feld eingeben, ne? Ohne Feld weiß er nicht Bescheid. Ich wollte mir doch eine Karte machen. Na ja, gut, nächste Folge. So. Ich kenne den Feldkurs. Oh, sieht gut aus. Hoffen wir mal jedenfalls. Dann hängen wir noch, den werden wir mal speichern. Start. Feld 38. Speichern mal gleich. Jetzt hängen wir den Kurs an Überführung. Überführung. Da. Hängen wir den an. Und einstellen. Hat so funktioniert, ne? Der Kalk ist leer, da müsste gleich angebrettert kommen. Ich hoffe, da den anderen nicht im Wege steht nachher. Unseren Flüger, ne? Die Farbe steht. Irgendwann. Solange die Runden fährt, ne? Zwei, drei Vorgewände, 3 Stunden. Nee, Quatsch, 2 Stunden. Ja. Hier muss man Nachschub holen, ob Dünger oder Kalk. Sagt gut. Aber mal sehen. Erstmal scheint das gut zu laufen. Das hätte ich gedacht. Das war aber scharf. Wohl hat er angehalten, das ist kurz gut. Kontrolle, ob er das richtig macht. Ich traue noch nicht ganz. Jetzt. Aber gewaltig. Das war in der Beziehung, dass er im Prinzip den nichts geholt hat. Gut, dann scheint es zu funktionieren. Ein paar Bäume pflanzen. Hier haben wir noch 200 Stück. Einen haben wir schon gepflanzt. Ja, klappt ja. Wie gesagt, 200 Stück pflanzen wir jetzt.
sind alles große Bäume. Eine Runde. Wird eine schöne Art Pflanzung. Da liegt noch Holz rum. Ich bekomme Hunger. Das ist ein schönes. Oh, Kekse, mal sehen. Ja, Kekse noch da. Immer die Folge zu Ende machen, sonst können wir nicht losrennen, ne? So. Rechner läuft. Kein Absturz. Sieht das da aus? Auch ganz gut. Bisschen links einschwenken. Jetzt haben wir schon ein paar gepflanzt. Das könnte natürlich sein, wenn eine neue Karte kommt, was mit umsonst war. Wenn wir den nicht nehmen können. Risiko. Wir reden schon lange von neuen Karte. Vielleicht wird auch gewartet, bis die Friedhofsclubs kommen. In knapp 6 Wochen ist ja dieser Modcore-Test. Da werden wir viele Mods kriegen. Denke ich mal. Ein Season-Mod für Wetter und Winter und so. Haben wir den Schnee. Das ist mal was Neues. Dann haben wir noch ein Jahr Zeit für praktisch ein bisschen mehr wie ein Jahr. Um das auszukosten, da kommt die wahrscheinlich eine Version 21. Naja. Alle 2 Jahre ungefähr. Dieser Dienstag kommt der Patch. Am heutigen Stand. Ist angekündigt. Schauen wir mal. Ja, heute ist Sonntag bei euch, bei mir auch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Wochenende gehabt, schönen Samstag. Hier pflanzen immer 200 Bäume, wie es aussah, läuft. Der Kalk erfährt auch. Geflügt wird auch ganz gut. Also voll beschäftigt. Ich bin ja gespannt, wann das wird. Die Bäume wachsen dann noch lange. Aber wenn wir auf F5 Geschwindigkeit spielen, dann geht es relativ, Anführungszeichen, zügig. Auch mit der Frucht. Raps ist ja jetzt schon gewachsen. Sollte bald blühen. Wenn der Raps blüht, wird der Hafer auch reif sein.
Kann man da Bäume fällen, ne? Also bisher läuft halt mein Kurfle ganz gut. Komm auf Holz. Oh ja, sehr müde, in ungünstigen Zeit. Und dicht am Feld ranfahren. Oder das Leben schwer machen. Muss ja nicht sein. Aber die Bäume sind ganz gut. Die brauchen eh ein paar Tage zum Wachsen. Normalerweise Jahre, ne? Aber hier Raps wächst ja auch schon in 2 Tagen oder weniger. So. Kann man schlecht vergleichen. Wenn wir ja mit Jahreszeiten haben, dann ist es ein bisschen anders. Dann ist es 3 Tage Winter mit Holz gemacht. Und das Frühling. Da werden noch einige Aussaaten erledigt. Die letzten Aussaaten wie Mais und Sonnenblumen ganz zum Schluss. Wenn man zu kalt ausgesät wird, dann wird das nichts. Dann wird das als abgeerntet dargestellt. Also im Prinzip Putsch. Und Sommer halt ist halt die Ernte von Weizen, Raps und dann die Getreidesorten. Und im Herbst kommt dann die Ernte von Sonnenblumen, Mais und Soja. Da kann aber auch schon ausgesät werden. Weizen, Gerste und so ein Zeug, Raps zum Beispiel. Muss aber nicht. Das kann man auch im Frühjahr aussehen. Wie gesagt, im Winter halt ja, verkaufen halt, beziehungsweise Holz machen. Das macht man halt im Winter, ne? Und Schneeräumen, wenn man Pech haben. Ne? Gibt es noch keinen Mod für 17er gab es einen Mod, Salzstreuer. Das sah aus wie ein Düngersteuer. Hat ja im Grunde auch Dünger gestreut, in Anführungszeichen. Ne? Aber es war als Salz dargestellt und hat den Schnee von der Straße entfernt. Hat auch schon eine Schneefriese gehabt. Gibt's hier, ne? Aber da habe ich halt noch nicht keine Folgen ausgestrahlt. Den Rappel bekam ich im Januar. Weiß gar nicht warum. So. Der Kaltschall ist leer. Mal sehen, wie das klappt. Müssen wir die größere Karte machen. Dann weiß ich, wo er fährt. Hier sind viel
Schrift. Da kann man nicht erkennen, welcher ist. Was der eine ist. Der 1050 ist der Aufsatzmaschine, glaube ich. Und der andere CP könnte der Kalker sein. Könnte. Lohnzahlung. Aber wir können mal ganz kurz rüber zwischen. Gar nicht böses. Das klappt ganz gut. Das klappt auch bis jetzt. Schauen wir mal, ob er auch voll macht. Das will man kontrollieren. Die Krähen fliegen auch weg. Passt. Ja. Das klappt auch. Können wir weiter Bäume pflanzen. Spiegel an sich gut. Das ist LKW. Hat er nicht ganz voll gemacht. Wo ist denn der jetzt? Ach, da. Anschauen wir mal auch. Jetzt fahren wir nicht so weit. Können wir den Baum ansetzen hier zum Abfällen hier, den Harvester. Aber das wächst ja lange, muss man dazu sagen. Aber die Folge neigt sich dem Ende entgegen, ne? So, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like oder um ein Abo. Tut lieber beides. Das kostet euch nichts. Aber es wird mir weiterbringen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Hoffe, das stimmt. Ich glaube schon. Ansonsten hören und sieht man sich zur, ich hoffe, zur nächsten Folge. Tschüss und Winke. Bis dann. Ciao, ciao.